Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier vom Zertifikat Award 2017. Bei mir ist Adrian Holler. Ja, herzlichen Glückwunsch, dritter Platz beim Zertifikat des Jahres. Das ist schon eine wichtige Auszeichnung. Wir freuen uns auf jeden Fall darüber. Die Anleger schätzen unseren Service, die Anleger schätzen unsere Leistung und unsere Ideen. Und deswegen freuen wir uns ganz besonders, dass eines unserer Lieblingsprodukte letztendlich ein Reverse-Bonus-Zertifikat dieses Jahr das Preis, den dritten Platz gemacht hat. Ja. Was ist daran vielleicht besonders? Letztendlich besonders. Was ist besonders an Reverse-Bonus-Zertifikaten? Wir sind das Haus, das es seit sehr, sehr vielen Jahren diese Themen spielt und, glaube ich, auch mitentwickelt hat. Besonders ist daran für den Anleger, dass er den Markt auf der anderen Seite spielt. Heißt, wir sind seit sehr, sehr vielen Jahren in einem Bull-Market und jeder denkt, ach, wo geht es denn noch hin mit den ganzen Märkten? Mit Reverse-Bonus-Zertifikaten wird der Anleger letztendlich in die Situation versetzt oder ihm die Möglichkeit gegeben, auch die andere Seite des Marktes zu spielen. Das kann er nur mit sehr, sehr wenigen Produkten als Privatanleger machen und das kann er mit unserem sehr, sehr gut machen. Wie sehen Sie so das nächste Jahr? Kommen dann neue Zertifikate auf den Markt? Definitiv. Also Goldman Sachs war schon immer ein Vorreiter von neuen Ideen und neuen Zertifikaten. Wird auch nächstes Jahr nicht anders werden. Wir gehen davon aus, dass sehr, sehr spannende Themen kommen. Wir gehen auch davon aus, dass die Anlagetrends eher langfristig orientiert sein werden. Wir schauen uns momentan sehr, sehr viele Produkte auf der kapitalgarantierten Seite an, sowie auch Themen zum nachhaltigen Investieren, sei es Environmental, Social and Responsible Investments. Ja. Sagt Adrian Holler von Goldman Sachs. Danke Ihnen für den Einblick und danke Ihnen fürs Interesse.